Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, nachdem ich euch jetzt schon mit reichlich New York-Content versorgt habe. Playlist ist hier oben. Tim, wir haben noch so eine Playlist, oder? Gut, die ist hier oben. Wir haben ja schon ein bisschen unser Unwesen getrieben in der Stadt, die niemand schläft. Also, pass mal auf, heute, was wir heute machen ist Folgendes. Wir sind auf meiner Hotspot-Tour. Ja? In den anderen beiden Videos, die wahrscheinlich schon online sind, wovon ich ausgehe, Tim, ist das so? Wahrscheinlich ist das so. Da sind noch so ein, zwei Sachen dabei, die hätten eigentlich auch in diese Tour gepasst. Aber die gehören woanders dazu. Also, ich zeige euch heute Spots, für die ich extra hierher fliegen würde. Das Wetter ist kalt und wir stehen vor Katz Deli. Und jetzt sagt ihr, ja, Katz Deli, 100 Mal gesehen. Ja, ist aber so. Ich würde extra in einen Flieger steigen in Frankfurt, hierher fliegen, um dort Mittag zu essen. Das zeige ich euch jetzt. Hier gibt es ein geiles Room-Sandwich, hier gibt es ein geiles Pastrami-Sandwich und vielleicht kriegen wir auch eine Matzo-Bowl-Soup. Das Zeug ballern wir uns jetzt rein und es wird legendär. Ich kann es euch jetzt schon versichern. Auf geht's. Wow, geil, oder? Wow, beautiful. Thank you, sir. Leute, guckt euch das an. Allein die Farbe. Oh. That's the corned beef. Oh, the corned beef. Thank you, sir. Also hier, guck mal, corned beef. Unterscheidet sich natürlich von Pastrami, ne? Mhm. Oh ja. What about the combi? The one most kind of bread? Yes, please. So, jetzt kommt der große Hit gleich. Das ist die spezielle Soße, die es zum Room Sandwich macht. Dann Käse und Kraut. Zack, oben drauf. Durchgeschnitten. It's so beautiful. Oh. Pastrami, right there. Pastrami, yeah. Corned beef. Corned beef. Pastrami Ruben. Oh yeah. Oh yeah, right? Yeah. Und jetzt, ich meine, Jungs, ganz ehrlich. Leute, guckt euch das an, Matzeball-Soup, ne? Das ist ja schon ein Klassiker, von dem man auf jeden Fall auch hierher kommen kann. Ich frage mich nicht genau, wie es gemacht wird. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall muss das sein. Es ist ein jüdisches Deli, ne? Und diese, ja, das ist ein Grießklößchen letztendlich. Diese Suppe, die musst du einfach haben, wenn du hier bist. Stark. Ist aber nur Begleiter hier heute, ne? Ja. Wir haben ein Pastrami-Sandwich, wir haben ein Corned Beef und wir haben ein Reuben-Sandwich. Mit Pastrami oben drauf. Ruben wird es natürlich hier durch Sauerkraut, Käse und die geile Soße. Dann haben wir hier die verschiedenen Pickles. Ihr seht ja in zwei verschiedenen Sorten. Machen die alles selber. Sind so leicht salzig, aber auch sauer. Und damals, als wir hier waren, gab es sogar noch gepickelte Tomaten dazu. Ja. Erinnerst du dich? Aber jetzt im Winter wird es wahrscheinlich keine Tomaten geben. Ja, und dann hier den legendären Coleslaw. Und ihr seht, ich benutze das legendär, weil ich glaube, ich habe alle Videos gesehen über Cuts, die es gibt. Es ist auch legendär. Es ist einfach geil. Es hat sich halt seit 50 Jahren hier eigentlich nichts verändert, optisch. Sind das nur 50 Jahre? Wahrscheinlich mehr. Aber es ist einfach so viel Geschichte. Länge. Ja. Und vor allem hier Film gedreht, Harry und Sally. Ne? Harry und Sally, super. Da ist der Platz, wo es geschehen ist. Ich liebe dieses Ding. Wo es eigentlich nicht geschehen ist. Wo es nicht geschehen ist. Ja. Was willst du denn da noch sagen? Richtig geiles, schönes, heißes, dampfendes Corned Beef. Das Brot ist eigentlich letztendlich nur dafür da, dass die Finger sauber bleiben, ja. Ey, und jetzt komm, first bite, was los? Wenn du Corned Beef magst, ich mag's. Das ist ja, sag ich mal, die fettfreiere, ja, trockenere Variante. Trotzdem super geil salzig mit Pickel dazu. Gehen wir zum Pastrami. Pastrami und Rye.
Ich sag mindestens 6-8 Wochen dauert es, das zu machen. Das Schwarze, was ihr seht, ist die Gewürzkruste und der Rauch, den es natürlich bekommen hat. Danach wird es nochmal gedämpft. Es ist einfach der Wahnsinn, das können die halt schon wirklich sehr, sehr lange. Meiner Meinung nach das Beste in New York. Ja. Ja? Ich habe auch nie wieder ein besseres, glaube ich, gegessen danach. Ich liebe das sehr. Also. Vor allem, das gibt es bei uns nicht. Also, ich kenne keinen geilen Pastrami-Laden, wo du auch nur annähernd sowas kriegst. Was man aber dazu sagen muss, wer zahlt denn bei uns auch freiwillig fast 30 Dollar für, oder 30 Euro für ein Sandwich? Ne? Das muss man auch dazu sagen. Bei uns ist immer, wenn du die kriegst, viel weniger drauf. Und ich finde, das muss aber auch sein. Ja? Das muss sein. Geil, ja? Für dich natürlich Pastrami klar vor dem Corned Beef, ne? Aber ich sag, wenn wir hier sind, müssen wir es halt auch probieren. Ne? Aber das ist hier schon. Swiss Cheese, wieder Pastrami, Sauerkraut, da läuft nichts runter, da weicht nichts durch. Brot ist nur dafür da, Finger sauber zu behalten in der Regel. Und jetzt guckt euch das nochmal an. Versteht ihr meine Freude so ein bisschen? Ja. Ist mein Favorit. Obwohl ich immer dieses ewige Sauerkraut-Ding. Aber hier gehört es einfach hin. Ja? Und hier sind, weiß Gott, nicht nur Touristen drin. Ne? Klar. Ist ein touristischer Laden geworden. Mm. Ja, gut, ne? Weil sie einfach auch so berühmt sind. Aber allein dieser Herstellungsprozess des Pastramis, ne, macht es wert, da mal genauer drauf zu schauen, wie viel Arbeit da wirklich drinsteckt. Ne? Und ich finde, jetzt mit 5, 26 Dollar ist es auf jeden Fall, ja, das ist ein amtlicher Preis dafür. Aber unterm Strich kann man sagen, ist es wert. Ne? Mhm. Also, wenn du dir das Ding reingeballert hast, dann brauchst du bis heute Abend nichts mehr. Nee. Außer du bist auf Foodtour durch New York, so wie wir. Was ist dein Fazit hier? Findest du, welches ist dein Favorit? Einfach plain Pastrami? Ja, wobei ich finde es hier, ich bin ja auch nicht der Sauerkraut-Typ, aber das gehört halt so zusammen. Mhm. Sau lecker. Ich finde es auch geil. Also ich bin auch beim Corned Beef, klar, finde ich auch sehr geil. Aber unterm Strich, klar, hier Standard und das tipptopp. Mhm. Ja. Leute, Ross and Daughters, ihr habt es gesehen, ist geil. Ne? Ein paar Impressionen sind natürlich auch schon da gewesen. Super crowdy, wir haben jetzt 11.30 Uhr, ist natürlich ja, beste Sendezeit, hätte ich was gesagt. Du ziehst hier vorne eine Nummer, die wird aufgerufen, dann gehst du dahin und dann sagst du ihnen, was du haben willst. Der Laden hier steht für Bagels. Ich komme hierher für einen Classic-Bagel mit Sesam oben drauf und dann kriege ich da einen geilen Räucherlachs drauf, den die hier alles im Haus selber machen. Sie backen die Bagels selber und so, das ist einfach der Wahnsinn. Hier stehen wenig Touristen drin, ich sag dir, das sind alles Einheimische, die haben auch voll Bock drauf. Also wir ballern uns jetzt zwei so Dinge rein und ja, es gibt halt alles mögliche Kaviar. Du kannst den Frischkäse unten drunter aussuchen. Dann hast du natürlich verschiedene Sorten gesmokten Fisch. Ach, einfach geil. So, wir sind aktuell bei 407 und wir haben 417. Das heißt, 10 Leute werden vor mir glücklich sein. Das ist belastend, aber gibt mir auch wieder ein bisschen Zeit, noch ein bisschen zu verdauen. Du sagst dem Onkel einfach, was du haben willst und dann geht's vorwärts, ne? Und ihr seht, wenn ihr herkommt, müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen, ja? Ich würde sagen, 25 Minuten haben wir jetzt. Haben wir gebraucht, jetzt 25, gell? Das ist jetzt ein Toasted Sesame Bagel with Scallion Cream Cheese, Lox, Onions, Tomatoes und Capers. Wer von euch hätte Bock drauf? Schreibt es mir jetzt schon mal in die Kommentare. Wer ist auch Cream Cheese und Lachs Typ? Mir. Ich wollte mir erst die Tomate wegsparen. Die musste aber sein. Zwischendrin so eine kleine Karpe, die platzt dann. Dann hast du nur ein bisschen dieses salzige, intensive. Boah,
ist schon brutal gut. Unterm Strich lebt das Ding davon. Die hervorragende Bagel-Qualität. Die noch hervorragendere Qualität des geräucherten Lachses. Frische Zutaten und vor allem, dass man sich, egal wie lang die Leine ist, Zeit dafür nimmt, das ordentlich zu machen, nett zu verpacken, nebenbei noch einen Plausch zu halten. Boah, das ist ein Grund, hierher zu kommen, ich sag's euch ganz ehrlich. Frau, ist das ja ganz ehrlich, so der Jetlag kickt gerade ein bisschen. Ja. Aber nach dem Essen habe ich noch was Schönes für uns. Aber das machen wir nicht hier. Das Einzige, was wir brauchen, sind zwei Fläschchen Wasser gleich noch von irgendwo. Dann zeig ich dir was Geiles, es gibt was Neues. Ich bin gespannt. Leute, es geht weiter. Chelsea Market. Ihr habt euch ja schon ein bisschen umgeschaut gerade. Ist auf jeden Fall Samstagabend ein Hotspot. Ne? Du hast hier verschiedene Stores. Tagsüber sind hier auch ganz normale, geile, hippe Läden drin. Und diese Mischung aus, na, es ist eigentlich eine hippe Shopping Mall, so kann man es sagen. Aber hier sind auch sehr, sehr geile Foodspots angesiedelt. Bei meinem ersten Besuch 2018 habe ich da schon mal was vorselektiert. Und tatsächlich ist es mir wirklich alles in Erinnerung geblieben. Deswegen sage ich, wenn ich wieder hier bin, will ich es mir auf jeden Fall nochmal reinballern. Hier gibt es Hummer, es gibt geile Tacos und es gibt vielleicht noch ein Special für euch. Mal gleich schauen, ob wir da einen Platz kriegen, weil da ist relativ häufig sehr, sehr viel los. Ja, Chelsea Market an sich sehr, sehr geil, gute Bilder. Man fühlt sich wohl hier drin, man ist drinnen, hat aber trotzdem irgendwie so ein Streetfood-Flair und die Leute sind einfach gut drauf, auch samstagsabends. Ne? Aber sag mal, Admin, wie siehst du eigentlich aus? Ich muss euch mal den Admin zeigen. So, ne? Admin, du siehst müde aus. Das kann ja, man gar nicht schlimm. Anders sagen. Schlimm, heute Tag war viel los. Guck mal, wie frisch die Chefin aussieht. Ja? Admin, ich hab was Geiles für dich. Ja, ich hab was Geiles für dich. Der Tim zeigt uns das jetzt, weil ich drehe mir die Kamera um. Und zwar, ihr kennt das doch, ne? Wenn ihr so ein Nachmittagstief habt oder auf Reisen oder. Man ballert sich so einen Energy-Drink rein. Und dieses unnötige Zucker, ne? Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Und vor allem, du weißt ja auch gar nicht, was richtig drin ist in den Teilen. Ne? So, deswegen ist tatsächlich, bin ich und die sind auf mich, muss man gar nicht anders sagen, Holy aufmerksam geworden. Mhm. Und die produzieren kleine Energy-Drinks zum Mitnehmen. Und zwar in solchen Tütchen. Ja? Oh, ist ja praktisch. Ja, total. Du ziehst es einfach aus dem Sack, hast gar keinen Stress damit. Ja? Ja. Jetzt denkst du dir, okay, wie machst du das unterwegs? Mit dem Shaker, dies, das. Ich gebe dir recht, wer schleppt denn seinen Shaker mit, wenn er Dosch hat? Ne? Aber ich habe rausgefunden, es geht auch anders. Ja. Ne? Du nimmst einfach eine Flasche Wasser, halbe Liter, hast du am Start, trinkst einen Schluck ab, machst den rein, schüttelst durch, hast was Geiles zu trinken. Strawberry Shark, wir haben Raspberry Raptor, wir haben Citrus Cobra, wir haben Lion's Lemonade. Du bist doch ein richtiger Löwe. Ja, ich würde sogar, da wir in den Staaten sind, den Weißkopfadler nehmen. Den Weißkopfadler, diesen hier? Ja. Raspberry Raptor. Ja. Okay, geil. Ich nehme Peach. Und guck mal, das Gute bei dem Zeug ist, da kannst du gucken, da ist kein Müll drin. Ne? Und vor allem, es ist nicht so übertrieben vollgeballert mit diesen ganzen Sachen, die dich normalerweise, die dir nicht so gut tun. Ja, das sind also natürliche Zutaten, ganz feines Pulver. Und jetzt mach mal auf und riech dran. Das ist schon krass. Da hast du unten ein Pulver drin. Ja? Riecht gut? Mhm. Also, man kann das, man soll das eigentlich im Shaker machen. Es gibt auch geile Eistees, ne? Haben wir auch schon mal gezeigt. In unserem Flughafenvideo, ne, Timmy? Können wir einfach mal oben einblenden, ne? Da waren wir am Flughafen unterwegs. Ist nämlich auch geil, wenn du unterwegs bist. Und jetzt gerade, wenn der Jetlag dich so kickt, ich sag dir ganz ehrlich, als ich die Dinger das erste Mal ausprobiert habe, ich habe gedacht, was ist denn hier los? Also, trägst einen Schluck ab und dann gehst hin und füllst dir das Pulver einfach rein. Das ist wirklich relativ einfach. Da musst du jetzt nichts können für, ne? So. Schau, dann hast du hier drum. Ich hoffe, man sieht es gut. Ja, dann löst sich das schon langsam auf. Du drehst einfach nochmal den Deckel drauf. Oh, geile Farbe, Alter, guck mal. Und dann hast du sofort einen fancy Drink. Das ist natürlich nicht nur auf Reisen, sondern du kannst das mit ins Fitnessstudio nehmen. Du kannst es im Auto liegen haben, wie auch immer. Alles, was du brauchst, ist eine schöne kalte Flasche Wasser. So, mein Freund, guck dir das an. So, da ist nichts mehr drin. Es ist wirklich gut geshaked. Wenn es dir nicht ausreicht, ne, und du sagst, okay, hier könnten noch ein paar Bröckchen sein, einfach nochmal gut hingehen und weggeschüttelt. So, ist relativ einfach. Dann hast du schon einen fancy Drink, geile Farbe. Admin, auf dich. Das ist wirklich geil. Leute, ich sag's nicht umsonst, ne? Wenn ich da wirklich nicht selber Bock drauf hätte, würde ich es euch nicht empfehlen. Aber ich sage euch, klickt hier unten den Link in der Videobeschreibung, direkt der erste Link zu Holy. Da könnt ihr auch nochmal ordentlich sparen. Auf das Probierpaket, probiert es aus. Es gibt geilen Eistee, es gibt geile Energy Drinks in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und guck mal, der trinkt schon einen zweiten Schluck. Sag mal. Er ist echt gut. Fühlst du? Also geschmacklich ist er wirklich top. Ja. Nicht zu süß, mhm. Nicht zu lasch. Ist perfekt. Ja, vor allem, wenn du auf, wir beide sollten auf jeden Fall auf unnötigen Zucker verzichten und uns dafür lieber einen Lobster Roll reinfahren, oder? Ja.
So let me have two of the main lobster roll. I would like to have a nice lobster. Lobster roll ist halt geil. Brioche, Butter, dann haben die so ein Special, ja, so eine Limonen-Mayo da drin, da ist Sellerie mit drin. Admin, du liebst doch Sellerie, oder? Ja? Ey, merkst du auch, wie der Holy kickt? Ich bin wieder da, ich bin wieder da. Was macht doch Appetit, glaube ich. Was hat's gekostet? Ach, 111 Dollar. $111 ist eine Ansage, aber Hummer kostet auch Geld. Was man immer nicht vergessen darf, hier kommt noch ordentlich Trinkgeld oben drauf. Das kannst du dir selber aussuchen, aber 20% werden erwartet. Auch mal ein wichtiger Hinweis. So nochmal $26. Also das alles, was ihr jetzt gleich seht, sind einfach $150, ne? Mit zwei Coke Zero, beziehungsweise Diet Cokes. Ja, kann man mal machen. Ne? So, jetzt schaut euch dieses in Butter gebackene Brioche an. Seht ihr das? Das ist geil, knusprig. Halt dich zurück. Hier oben drin hast du alles, was du brauchst. Ich muss da reinbeißen, direkt als erstes. Ein Biss reicht auch für dich heute. Geiles. Saftiges Hummerfleisch. $23. Das ist schon. Da muss aber den New York-Faktor, glaube ich, ein bisschen einrechnen. Den New York-Faktor, ja. Aber, es ist schon. Aber $23 ist schon amtlich, ne? Aber gut. Ja, sehr gut. Also, was du kriegst, ist ein Hummer. Dann hast du hier, was um deine Finger sauber zu machen danach. Das ist schon ein amtlicher Kamerad. Die Butter kannst du mal rausholen da. Und dieses Gäbelchen kannst du auch noch mal rausholen, bitte. Sehr gut, dann legen wir das mal hier rüber. So. Sie hat aber... Das macht sie öfter, gell, hier. So, Hummer ist gecrackt in zwei Hälften, logischerweise. Die Scheren sind auch gecrackt. Und tatsächlich so, dass du hier auch gut rankommst, gerade sehe ich. Boah, das ist ganz gut gemacht. Das ist gut. Ich muss mal das hier. Da kannst du schon mal rauspickeln, was du willst. Und ich versuche hier die Schere rauszukriegen. Wow. Das ist auf jeden Fall... ein dickes Stück. Hier ist immer noch mal so ein Ding drin. Und an dem siehst du schon, das hier war die Arbeiterschere. Ne? Die nimmt er zum Cracken. Hummerfleisch ist on point. Kann man gar nicht anders sagen. Ja, absolut on point. Oh. Mm. Dazu gibt es einfach nur ein bisschen geschmolzene Butter. Du dippst rein und kannst den vollen Hummergeschmack genießen. Mm. Das ist gut. Sharing is caring. Ja. Was man natürlich auch dazu sagen muss, die Schere schmeckt natürlich immer ein bisschen anders wie der Schwanz. Ne? Hier, guck mal, die kannst du einfach so rausnehmen. Sehr. Dann gehst du oben hin, holst du hier einfach den kompletten Hundeschwanz raus. Und das ist halt, das geht halt wirklich nur. Ja, das geht nur, wenn du das, wenn es gut gegart ist, ne? Ja. Das wissen wir ja. Und dann guck mal hier. Der sieht gut aus. Einfach schön hier rein. Ein bisschen Butter. Und dann. Mmh. Mmh. Wow. So, Butter, Hummer. Wir lassen die Kamera Leute auch noch was essen. Weil wir haben noch ein bisschen was vor uns, gell? Ja, wir haben ein bisschen was vor uns. Jetzt gleich gibt es was Deftiges, jetzt gibt es gleich einen Punch, kommt hier zum Lobster Place, angelt euch hier so einen schönen Hummer. 10 von 10. Er ist 10 von 10, kann man gar nicht anders sagen. Ne? Genau das, was du willst, wenn du einen Hummer willst, er ist perfekt geknackt. Du kannst dir hier alles zurecht machen, wie du es brauchst, du hast keinen Struggle damit. Garnelen geil, Lobster Roll geil, Leute geil, Place geil, Stimmung gut, Musik geil. Weiter geht's. Leute, wir haben uns hier ein geiles Plätzchen gesucht, ein bisschen abseits. Und ihr habt gesehen, wie schnell die das machen. Ne? Das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Wir haben hier einmal mit Schwein, wir haben einmal Hähnchen und wir haben einmal Rind. Eins ist ein Taco One Biter, aber das sind zwei. Das schaffe ich auch nicht. Okay? Ich versuch's. Mmh. Mmh. Knusprig.
knusprig, saftig. Ananas ist da. Zwiebeln sind da. Salsa ist da. Boah. Die Soße ist auch geil. Sie hat einen Three-Biter. Mit einem Three-Biter? Boah, neu. Das war jetzt der erste. Und wovon der natürlich lebt, ist ne, ein bisschen Limettensaft oben drauf. Darf ich? Du bist ja nicht so der riesen Limettentyp. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt macht's. Boom. Ja? Ich sag dir was. Davon kann ich echt viel essen. Was ist denn hier los? Hebe ich mir auf für Fleisch. Nummer 3 kommt, ja. Leute, Chelsea Market. Ob bei Hummer oder Tacos. Müsst ihr selbst entscheiden. Wir haben heute gezeigt, es geht auch beides. Ne? Aber ich würde, wenn ihr Hummer und Tacos essen wollt, esst zuerst den Hummer, weil der natürlich feiner im Geschmack ist und so. Und hier kriegst du einen drauf. Der Weg lohnt sich. Wenn du es schärfer willst, die haben auch Mole da und so weiter, du kannst dir das noch oben drüber machen. Aber ich nehme sie genauso, wie sie kommen. Ich finde sie hervorragend. Mir schmecken sie super. Dafür komme ich hierher. Und das ist ja sowieso Thema des Tages. Ja? Jetzt haben wir noch ein Highlight heute. Ja? Wir gucken mal, ob wir das jetzt noch reingebastelt kriegen. Wenn jetzt hier unten noch so ein bisschen übrig ist, ne, und der rote Streifen erst ungefähr hier ist, dann wisst ihr, es kommt noch was. Also Leute, bis gleich. Es Tacos. Leute, wir sind im Italy gelandet. Italy vom Flatiron Building quasi direkt an derselben Ecke. Ziemlich geil. Und hier habe ich von meinem letzten Besuch eine Sache gegessen, die mir so lange in Erinnerung geblieben ist, dass ich gesagt habe, okay, muss noch in dieses Video rein. Und zwar, schau mal, das sind Focaccias. Die sind einfach nur krank. Guckt ihr das an. Und zwar backen die hier mit extrem langer Teigführung. Und ja, ich habe das hier das letzte Mal gegessen, weil es einfach gut ausgesehen hat und wir irgendwie Hunger hatten zwischendrin. Und jetzt ist es mir so in Erinnerung geblieben, dass ich gesagt habe, yo Leute, auf geht's heute. Wir gucken uns das nochmal an. Und ja, dann essen wir gemeinsam. Die sind wirklich gut, die sind wirklich gut. Ich hole mir hier eine mit Hot Honey Soppressata und ich hole mir so ein Ding, eine Margherita mit einem ganzen Mozzarella oben drauf. Sehr geil. Ja, geil, die sind vorgebacken, ne? Nicht ganz fertig. Und dann gehen die nochmal in den Ofen rein, kurz und heiß, mit richtig Druck. Und dann wird's geil. Three guys, 4 slices, 4 drinks. Ja, und so läuft's hier. Fuffi, ja? Ja, über Geld brauchen wir nicht mehr reden in New York, ne? Das ist einfach, ja. Deswegen ist es eigentlich an der richtigen Zeit, jetzt mal euch darum zu bitten, mal einen Daumen nach oben zu geben, einen netten Kommentar zu schreiben, uns ein Abo dazulassen, ja? Und im Idealfall schreibt ihr mir noch ein schönes Küsschen unten in die Kommentare rein, ne? Chefin freut sich, der Tim freut sich, Admin freut sich sowieso, oder Admin? Wie macht die Kamera? Wie macht die? Ja, genau. So, wir warten jetzt für unsere, ja. It's not called pizza, it's what is it? It's no pizza, it's what is it? It's a pala. A pala. Okay. Guck mal, wie geil, Alter. Du hast hier die Margarita schön soft und oben drauf so einen ganzen Mozzi. Ja, wenn du den anschneidest. Ah, der ist schon ein bisschen geschmolzen, geil, guck mal. Dann läuft der hier einfach so geil drüber. Mozzarella machen die hier sogar fresh im Haus. Finde ich super, guck dir das mal an. Sieht sehr gut aus. Wahnsinn, oder? Ich meine, ist da $10, ne? Aber jo. Und ich habe hier eins mit Porchetta und so einem wilden Brokkoli. Und ist auch geil gewürzt. Also krass. Ich habe eben gesehen, er hat da nochmal so ein bisschen Salz oder sowas drauf gemacht. Ich weiß gar nicht. Ich versuche hier mal ein Stückchen raus. Aber weißt du, was eigentlich am besten ist? In die Hand. Am besten ist ja einfach hochnehmen, gell? Aha. Wow. Wow. Knobi drauf. Boden sehr lecker. Mozzi gut. Tomaten richtig krass. Ja. Heftig im Geschmack. Oh, lecker. Ist immer noch so gut wie ja. Als wir das erste Mal hier waren, ne? Man muss hierher kommen. Ich finde auch, wenn du hier so, ich meine klar. Das ist ja, immer noch scheiße. Es ist ja keine Pizza, ja? Aber es kommt der Pizza natürlich schon sehr nah, ne, vom Geschmacksbild her. Aber ich würde halt sagen, es ist eine Mischung aus Pizza, Focaccia. Ja. Und halt ganz, ganz hochwertigen Belegen. Ne? Und das ist mir damals schon aufgefallen. Außerdem hast du natürlich hier auch diesen italienischen Lifestyle hier drin. Ne? Das ist ja, du kriegst ja alles auch für zu Hause zum Kaufen. Und haust dir einfach hier so am Tisch so eine kleine Pizza oder so, ja, keine Ahnung, Focaccia-Slice rein. Sehr lecker. Mmh,
Schmeckt halt einfach frisch. Okay. Ja. Die Jungs haben sich ja Salami, Sopressata ausgesucht. Ja, sieht auch gut aus. Ja. Die ist scharf und es ist Honig mit drauf. Honig. Naja. Ich würde auf jeden Fall mal ein Stück probieren wollen. Ihr habt nichts dagegen, oder? Ja, ja. Hey. So, Besteck nach wie vor scheiße. So, guck mal hier, jetzt haben wir so ein Stück. Mm. Der Honig. Bombe. Honig kann ich mir aber gut vorstellen. Das ist geil. Vor allem nimmt es halt die Schärfe, ne? Ich finde, das war eine interessante Tour heute. Super interessant. Vor allem, weil es für mich auch so war, wir sind wieder da. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, wie kann das sein? Der ist in New York und bei seinen Lieblingsspots ist nichts Asiatisches dabei. Kommt natürlich, aber habe ich in einem anderen Video. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn die sagen, wieso ist denn da kein Hotdog dabei? Warum ist da keine richtige Pizza dabei? Ist im anderen Video, ja? Also, das Video könnte natürlich noch 6 oder 8 weitere Spots vertragen. Die haben wir euch aber in andere Videos reingepackt. Hier geht es tatsächlich um meine ganz persönlichen Highlights. Und ja, das nächste Video, was kommt, wird aus Chinatown sein, ne? New York bietet halt sehr viel Vielfalt. Geht nicht alles in ein Video, deswegen haben wir uns da... Ja, es geht nicht in ein Video, ne? Wir müssen das Thema jetzt aufteilen. Du kannst hier 365 Tage jeden Tag woanders essen gehen und das 3-mal, du wirst nicht fertig, ne? Das ist klar. Aber die Spots, die wir rausgesucht haben, benutzt die für euch als Anhaltspunkt, wenn ihr nach New York in Urlaub fahrt oder geschäftlich hier seid oder wie auch immer. Packt euch mal den einen oder anderen Spot raus, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wir haben in all der Zeit hier nicht einmal schlecht gegessen. Ja, also alles easy, alles cool. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich habe es euch eben schon mal gesagt, machen wir einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns... Ja, die Tage geht's weiter. Chinatown. Boah, das wird so krass.